bin wieder mal unterwegs und nehme euch mit. Mawache TV. Diesmal bin ich im Wifi, und zwar in der FH am Campus im 18. Und es ist ein Event, der die Wirtschaftskammer organisiert hat. Das Event richtet sich an behinderte Unternehmer und Interessensvertreter. Es geht darum, die Wirtschaft fit zu machen für den 01.01.2016, weil die Unternehmer irgendwie Angst haben vor dem Thema Barrierefreiheit. Und die Wirtschaftskammer versucht jetzt mit ihren Mitteln etwas gegen diese Angst zu tun. Also was ist passiert bis jetzt? Wir sind alle im Kreis gesessen, aber auf vier Tischen, und haben dann die Fragen, die auf diesen Schildern, auf diesem Flipchart waren, durchgearbeitet. Es ging vor allem darum, um zu überlegen, was müssen Unternehmer tun, damit sie barrierefrei werden, wo liegt der Vorteil für sie und wie können sie diese Barrierefreiheit erreichen. Und das alles immer unter unterschiedlichen Schwerpunkten. Zum einen ging es um mobilitätseingeschränkte Personen, also was müssen Unternehmer tun, damit sie barrierefrei werden für mobilitätseingeschränkte Personen. Dann ging es um Gehörlose und schwerhörige Menschen. Dann gab es blinde und sehschwache Menschen. Die vierte Gruppe war Lernschwierigkeiten, Allergiker und Allergien. Immer unter diesen Aspekten wurde dann pro Gruppe überlegt, wie Unternehmer in diesen Bereichen Barrierefreiheit erreichen können. Und ich nehme an, jetzt die nächste Runde wird sein, dass die einzelnen Ergebnisse zusammengefasst werden. Und daraus soll eine Art Roadmap für Unternehmer entstehen. Heute gab es einen Workshop von mir moderiert im Auftrag vom Diversity-Referat der Wirtschaftskammer Wien. Das ist sozusagen ein Baustein gewesen für das Ziel, Checklisten zu erstellen für die Wiener Wirtschaft, so à la To-Do-Liste, die ersten wichtigsten Schritte, um in den Prozess der Barrierefreiheit zu kommen. Ja, was ist zu tun, um endlich den dritten Gang einzulegen und richtig loszulegen, damit sich das alles halbwegs ausgeht und damit vor allem der Prozess klarer wird für die Gewerbetreibenden? Das war das Netzwerktreffen. Wir sehen, es wird noch, das war erst der Anfang, der Weg bis zur Checkliste für die Unternehmer ist sicherlich noch ein langer, aber es sind ja auch noch 11 Monate. Bis zum 01.01.2016. Und dann sollten die Unternehmer eigentlich langsam, aber sicher barrierefrei werden. Ich persönlich glaube, dass es noch ein langer Weg bis dahin ist, aber Events wie diese, Initiativen wie diese, sind der erste Weg, um das zu bewerkstelligen. Und ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg. Ich gehe jetzt heim, wir sehen uns nächste Woche wieder hier auf Mabacher TV. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, lasst es gut gehen und bis bald.